Bei der diesjährigen Distriktskonferenz des Rotary Clubs Haag am Hausruck gab es wieder zahlreiche Programme sowie Höhepunkte zu verzeichnen. Einer der wohl wichtigsten im Rotary-Jahr war die Staffelstabübergabe. Walter Weidenholzer übergab dieses Amt nun an Barbara Wolf-Wicher, die mit 1. Juli offiziell das Amt der Governorin bis 2019 antritt. Ein Herzensanliegen für mich ist die Verbindung zu Afrika. Es gibt ganz viel, was dort zu tun ist. Das ist sozusagen mein innerer und auch äußerer Schwerpunkt, auch gemeinsam mit meinen Freunden im anderen Distrikt. Sie hat andere Pläne als ich, das wissen wir bereits. Und ich wünsche, dass sie diese Pläne auch wenigstens zum Großteil durchbringt. Aber sie wird hoffentlich die Botschaft weitertragen in die reinen Männerclubs. Bitte nehmt Frauen auf. Immer wieder organisieren die Clubs Veranstaltungen oder nehmen selbst an Events teil, um Spenden für die Ausrottung von Kinderlähmung zu sammeln. So wie beim härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America. Das geht quer durch die USA, ca. 5000 Kilometer und 52.000 Höhenmeter, das wir in einem Rotary-Viererteam fahren und das Ziel haben, innerhalb einer Woche zu bewältigen. Das Ziel ist ein großes Spendenprojekt. Wir sammeln Spenden zur Ausrottung der Kinderlähmung. Das ist ein großes Rotary-Projekt. Unser Ziel ist es, 1 Million $ an Spenden zu sammeln. Wir sind ganz knapp vor dem Ziel. Wir haben jetzt so 950.000, 60.000 $. Das heißt, ein paar Dollar fehlen uns noch, aber das Ziel werden wir erreichen. Das ist ein großes Projekt seit 35 Jahren von Rotary. Hat mittlerweile den Namen Polio End Now. Und das ist nur mehr in den Ländern Afghanistan und Pakistan. Mit einem regelrechten Spendenmarathon konnte an diesem Tag die sagenhafte Million vollgemacht werden. Und mit 1 Million $, wie wir sie heute lukrieren konnten, ist sehr viel geholfen. Dazu muss ich aber erläutern, dass Bill und Melinda Gates unser Spendenaufkommen verdreifachen. Und mit der Verdreifachung haben wir eben diese Million zusammengebracht. Unglaublich. Wir haben natürlich gehofft, dass es irgendwie zustande kommt, noch vor dem Rennen oder nach dem Rennen. Aber dass wir das heute erreicht haben, es ist unglaublich. Jetzt werden wir das Rennen, denke ich, ganz entspannt fahren können. We ride for those who can't.